Fight Club auf Steinke City. Hier die beiden Kontrahenten in der rechten Ecke mit 27 Siegen, 23 durch K.O. Andreas Schock! In der linken Ecke mit 4 Kämpfen und 3 Niederlagen und 1 Unentschieden. Steffen Wigger! Okay, gebt euch die Fäuste. Aber erstmal weg ich. Go! Adios, los! Okay, Adios, ich hab verloren. Okay, komm. Round 3. Nochmal. Nach dem ersten Kampf kommt jetzt der Kampf der Giganten in der rechten Ecke. Frisch aus Kasachstan explodiert. Edelfaut! In der linken Ecke. Gerade aus Kirgisistan, deutscher Meister geworden. Und jetzt, schaut euch an, es ist Alexander Bus! Ich würde sagen, gebt euch die Fäuste und dann geht der Kampf los, Jungs. Round up! Ja, das ist auf nein, ihr Faust verliert ja. Halt, jetzt habe ich das. Jetzt habe ich das. Ja! Nach einem 1-2-1 aus. Jetzt kommt die letzte Runde nach dem gnadenlosen 1-2-1. Macht eure Kinder Mut und der Kampf geht los. Nach einer kurzen Runde gewinnt EDV. Ja, das hieß, ne? So, jetzt ein spannender Kampf auf dem dritten Platz. Frisch aus dem Dschungel importiert. Mowgli. Russen. Alex. Also, stellt euch an, ich will ja einen richtig fairen Kampf sehen, ne? Geht durch die Fäuste und los geht's. Let's go! Go! Oh, was hast du da? Er macht den Boden aus. Okay, Runde 2 geht los. Back on the street.
Okay, also nach einem unfairen Kampf. Die zweite Runde eben hat Alex gewonnen, aber wir lassen das doch durchgehen, weil das ist ja wie ein Spiel ohne Regeln. Und jetzt kommt die letzte entscheidende Runde des Final Round. Wieso? Wir haben unseren Champion! Kommen Sie her! Wir haben gewonnen. Ach du Scheiße, versteck dich nicht! Jetzt der Kampf der Supergiganten, der Kampf in einer Superlative. Ihr müsst es euch eigentlich ansehen, die beiden Giganten, Ede Faust und Andreas Schock. Jetzt geht's. Jetzt kommt der zweite Kampf nach dieser etwas langweiligen ersten Runde. Round 3. Jetzt geht es ja. Los, nein. So many times it happens too fast. You change your passion for glory. Die Luftdampf wurden von Profis gemacht. Wahre Profis, macht es nicht zu Hause nach. Das war Kongo TV, wir gehen zurück ins Studio. Thank you.